Für die Fingerzinkenfräsung haben wir die Spindel nochmal umgebaut. Vorher war die aufrecht montiert, jetzt ist sie waagerecht montiert, damit wir horizontal fräsen können. Man hätte natürlich auch die Werkstücke aufrecht einspannen können. Wir haben hier drunter aber eine dicke Betonplatte und da haben wir gedacht, dass es wahrscheinlich einfacher ist, die Spindel 90 Grad zu drehen, als hier nochmal die Betonplatte auseinanderzuschneiden. Herzlich willkommen in der Redwood Möbelmanufaktur. Heute mache ich weiter mit den Nachtschränken aus Eiche und ich habe hier schon was aufgespannt. Der nächste Schritt ist die Fingerzinkenfräsung in den Seiten und den Böden. Ich habe jetzt hier die ersten zwei Werkstücke schon eingespannt. Ich habe eine Grundplatte, die an der Fräse befestigt ist. Darüber dann halt eben die Werkstücke jeweils mit zwei Opferplatten darüber und darunter. Das Ganze mit Zwingen befestigt. Ich habe zwei Werkstücke übereinander, somit kann ich halt die Arbeitsschritte halbieren. Anstatt 32 Mal das Programm laufen zu lassen, muss ich es jetzt nur 16 Mal laufen lassen. Die Seiten habe ich jetzt fertig gefräst, das hat wirklich sehr gut geklappt. Als nächstes werde ich die Böden fräsen. Der Unterschied ist, dass wir halt keine durchlaufende Seite haben, sondern dass es halt eben erst mit einem Loch anfängt und dann der erste Zapfen weitergeht. Der Aufbau für das Festspannen ist im Prinzip der gleiche. Ich habe jetzt nur noch zwei zusätzliche Klötzchen für rechts und links. Dadurch, dass wir halt eben direkt mit einer Fräsung anfangen, kann es da an der Seite noch ausplatzen. Und ja, die zwei Klötzchen mache ich jetzt hier an die Seite, nochmal eine Zwinge quer drüber und das war's. Die ersten zwei Böden habe ich jetzt fertig gefräst. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ich habe, als es noch aufgespannt war, habe ich eine von den Seiten genommen, die dran gehalten, um zu sehen, ob es genau passt. Das habe ich gemacht, dass, falls es nicht so ganz passt, falls wir nochmal nachfräsen müssen, muss ich die Fräse nicht nochmal neu einrichten und das Werkstück auch nicht nochmal nullen. Man kann nämlich das Programm einfach ein bisschen umschreiben, also den Fräserdurchmesser umändern, entweder größer machen, kleiner machen und dadurch wird halt eben die Nut, die man fräst, dann größer oder kleiner und somit kann man dann die Zink nochmal genau aufeinander abstimmen. Musste ich jetzt nicht machen, das hat alles wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ich habe hier schon meine Probeecke zusammengesteckt. Zwei Böden müssen jetzt noch gefräst werden. Das dauert jeweils 20, 25 Minuten. In der Zwischenzeit kann ich diese ganzen Teile schon mal schleifen und fürs Verleimen vorbereiten und dazu kommt bei den Nachtschränken auch noch ein kleiner Mittelboden, den wir mit Dominos an den Seiten befestigen. Das kann ich auch alles vorbereiten, während die letzten zwei Teile gefräst werden. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the next, don't make me beg. Back to the
Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion. Die Vorbereitung ist das Wichtigste beim Verleimen. Wenn das nicht richtig klappt, dann klappt die Verleimung meistens auch nicht. Ich habe hier 6 Verbindungen, die ziemlich schnell zusammenkommen müssen. Wenn der Leim zu früh abbindet, kriegt man die Verbindung nicht mehr ganz dicht oder die Teile überhaupt nicht mehr zusammen. Deswegen werde ich mir alle Zulagen, alle Zwingen bereitlegen, wirklich so viel wie möglich vorbereiten, wie auch nur möglich ist. Ich habe jetzt hier die ersten 5 Teile für den ersten Nachschrank schon mal hingestellt, so wie sie dann am Ende zusammenkommen. Ich habe alle Innenseiten geschliffen, die Außenseiten noch nicht. Nachträglich schleifen ist da auf jeden Fall sinnvoller. Dann habe ich noch die Innenkante abgeklebt. Da wird auf jeden Fall Leim austreten, dass es dann halt nicht auf die Fläche kommt. Das ist dann in der Ecke immer sehr schwierig, da den Leim wieder rauszukratzen und das alles schön zu verschleifen. Deswegen mache ich immer einen Streifen Klebeband dran. Dann kann man direkt nach dem Verleimen den nassen Leim schon wegwischen. Und wenn man das Band wegzieht, ist die Ecke halt eben komplett sauber. Ich werde an jede Ecke 2 Zulagen stellen. Immer hinter die Zapfen, falls die ein bisschen überstehen und ich die Zulage direkt auf der Ecke habe, werde ich die Verbindung nicht ganz zusammenkriegen. Deswegen immer direkt dahinter, auch nicht allzu weit, weil man sonst die Seiten oder die Böden halt in so einen Bogen drückt. Man möchte wirklich sehr viel Druck an der Ecke selber haben, aber nicht auf der Ecke. Deswegen sehr knapp dahinter. Ich werde das auch alles so in diesem aufrechten verleimen, so kann ich halt die Zulagen hinstellen, kann das auch alles alleine machen und dann werde ich pro Seite jeweils 2 Zwingen ansetzen und natürlich in die Mitte für den Boden auch nochmal 2 Zulagen und 2 Zwingen. Ich werde erst alle Ecken verleimen, den dann aufstellen, sodass ich für den Boden dann von der Rückseite auch noch eine Zwinge ansetzen kann. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty. Flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it. Wanna find you drop top without her. Die Schränke sind jetzt zusammen. Das war doch um einiges stressiger, als ich erwartet habe. Dadurch, dass die Verbindung wirklich so super gepasst hat, war es mit dem Leim dann fast unmöglich, die zusammenzudrücken. Der Widerstand ist immer größer geworden. Ich habe jetzt alles zusammenbekommen. Die Fugen sehen auch sehr gut aus. Genau, den ersten habe ich noch größtenteils alleine verleimt. Für den zweiten habe ich mir dann Hilfe dazu geholt. Ich bin auch rübergegangen auf die Böcke, sodass man halt eben von überall besser die Zwingen dran machen kann. Für die nächsten Schritte werde ich jetzt hier noch Leisten herstellen, die in das lichte Maß des unteren Faches reinpassen. Wir haben zu der Schubkastenblende haben wir eine 10 mm Schattenfuge umlaufend und dahinter dann halt eben die Leiste, die rumgeht. Dann werde ich auch noch in der gleichen Stärke 2 Leisten machen, die bis nach hinten gehen, da wo die Schubkastenschienen angeschraubt werden. Und die Füße müssen auch hergestellt werden.
Ich habe jetzt hier nochmal zwei verschiedene Leisten ausgehobelt. Einmal die hier mit dem Querschnitt 22x35, die sind für die Beine. Da säge ich 8 Beine insgesamt raus. Die Beine haben eine Schräge von 105 Grad an der Rückseite. An der Vorderseite ist der Winkel ein bisschen anders, weil die nach unten sich noch verjüngen. Also ich werde erst die 105 Grad an beiden Seiten ansägen und dann halt eben die Vorderseite nochmal die Verjüngung dran sägen. Und dann habe ich noch diese Leisten. Die kommen umlaufend in, ich sag mal, den lichten Korpus, wo der Schubkasten reinkommt. Ich habe hier schon mal die Front reingestellt. Wir haben eine umlaufende 10 mm Schattenfuge. Und dahinter halt eben, damit da kein Spalt ist, haben wir halt eben die Leisten, wo die Front dann aufschlägt. Die sind 15 mm breit insgesamt. Die Ecken werde ich alle auf Gehrung sägen und die hier schön einpassen. Und dann haben wir noch zwei Leisten, die kommen dann auf der unteren Seite nach hinten, werden die so reingeleimt, da werden dann die Schubkastenschienen dran geschraubt. Ich habe jetzt die ganzen Kleinteile vorbereitet, hier die Leisten auf Gehrung gesägt, die nochmal genau eingepasst. Teilweise habe ich hier bei dem Boden einen Unterschied von einem halben Millimeter, deswegen habe ich jede Leiste nochmal genau angepasst. Die Füße habe ich auch zugesägt, unten den konischen Schliff, den habe ich an der Kantenschleifmaschine gemacht. Das war mir ein bisschen zu gefährlich, die kleinen Teile an der Säge zu sägen. Deswegen ein bisschen mühseliger an der Kantenschleife, aber dafür sicher. Im nächsten Schritt kommen dann die Füße an den Korpus mit zwei Dübeln und einer Schraube und die Leisten werden in den Korpus reingeleimt. Das aber alles im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Likes und Abos. Bis bald.